Hier haben Fahrräder die Vorfahrt und viel Platz zum Üben. Den Campus der Universität Costa Rica nutzen seit 2 Jahren die Frauen der BC Escuela für sich, um anderen Frauen Fahrradfahren beizubringen. Für viele von ihnen ist es das erste Mal. Und die Gründe, warum sie gekommen sind, sind vielfältig. Ich finde es spannend, dass das Projekt von Frauen für Frauen ist. Ich liebe es, mich selbst fortbewegen zu können, ohne auf andere Personen angewiesen zu sein und wo man überall hinkommt. Gründerin der BC Escuela, Fiorella Barahona, erklärt, warum das Projekt so wichtig ist, gerade in Zeiten der Pandemie. Das Fahrrad erlaubt es dir, Abstand zu wahren. Es ist die beste Art, dich während einer Pandemie fortzubewegen. Außerdem bietet das Fahrradfahren viele Vorteile im urbanen Raum. Es holt dich aus dem dichten Verkehr raus, du verbrauchst keinen Sprit und es gibt dir viel Autonomie. Denn du machst dich unabhängig von Busplänen und Uber-Preisen. Doch Fahrradfahren in San José ist gar nicht so einfach und vor allem nicht ungefährlich, trotz neu eingerichteter Fahrradwege. Für Frauen spielen dabei auch andere Faktoren eine Rolle. Vor allem wir Frauen haben oft das Gefühl, nicht in den öffentlichen Raum zu gehören. Der ist gefährlich, besser wir bleiben zu Hause. Das Projekt soll auch zeigen, das ist auch unser Raum. Costa Rica hat 2020 sexuelle Belästigung auf der Straße zum Straftatbestand erklärt. Fiorella geht es dabei aber nicht nur um die Emanzipation von Frauen, sondern auch die Umwelt liegt ihr dabei am Herzen. Wir sehen dies als Chance, nachhaltige Fortbewegungen voranzutreiben. Es ist dringend notwendig, dass die Menschen den öffentlichen Raum besser nutzen. Es bringt gar nichts, unzählige Fahrradwege zu haben, die die Menschen aber nicht nutzen, weil sie sich nicht sicher fühlen. Viele der Frauen haben die ersten Berührungsängste gegenüber dem Fahrrad verloren. Und manch eine hat sogar schon große Pläne. Ich habe jetzt mehr Gleichgewicht und verliere die Angst, alleine zu fahren. Sobald ich gelernt habe, sicher Kurven zu fahren, kaufe ich mir ein eigenes Fahrrad. Vielleicht sieht man ja in Zukunft doch die ein oder andere Frau auf dem Fahrrad, die sich rollend die Straßen San Josés zurückerobert. Es soña Miriam! Okay.